Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge, einem neuen Let's Play auf Münsterland TV. Ihr seht ihn mit keinem geringeren als dem Batzi. Hallihallo. Und die Kenner werden es auch schon erkennen, auf welcher Map wir sind. Erstens, wenn wir die Thumbnail gelesen haben. Und zweitens, anhand dieser schönen Map. Wir sind auf der Kandelin. Kandelin 2.0. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe noch nicht mal alles gesehen, was es neu gibt. Karte ist bekannt. Stürzen uns einfach rein, würde ich sagen. Ne? Ja. Batzi weiß wahrscheinlich ein bisschen mehr, der hat es eher verfolgt, hat es ja auch wieder vorgeschlagen. Fakt ist, wir müssen 8 Höfe hier einstellen, werden natürlich nur jeder einen Hof betreten erstmal, ob wir dann wechseln, kann dann ja jeder für sich entscheiden. Batzi wird ID5, war das glaube ich, wie heißt er nochmal? Schweinezucht Zahnewanz, ne? Yes. Genau, und dann werden wir sehen, wie wir uns verteilen, also wer sehen möchte, wie Batzi vorankommt, gerne auf den Kanal da vorbeischauen, wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Und ich fange hier oben mal an, wie nennt sich das nochmal? Akrakros Bisdorf. Ne, von daher, wir haben so als Starteinstellung einfach gewählt, 100.000 wäre Standard, ohne dass man einen Platz besitzt, wäre eigentlich unrealistisch, denn wir spielen auch mit dem Season Mod, wie ihr oben seht. Und selbst die Million, die jetzt jeder hat, ich habe 1.500.000, weil ich nochmal Kredit aufgenommen habe, wird es auch schon schwierig sein, weil wir sehen es hier, die Felder sind leicht teuer. Also es ist kein Frühlingsschutzverkauf gerade. Ja, also wenn wir hier so gucken, 2 Millionen, 6 Millionen und selbst die kleinen Wiesen sind bei 1,5 Millionen oder hier 300.000 ist noch das niedrigste Feld, 17. Da werden wir uns wahrscheinlich eher drum schlagen, weil aufgrund der Nähe wird es wahrscheinlich dann eher der Batzi nehmen. Müssen wir einfach mal schauen, wie wir da vorangehen und wer es sehen will, freut sich einfach auf dieses neue Let's Play. Wir sind wieder im Landwirtschaftssimulator. Also von mir aus kannst du das Feld 17 nehmen. Nee, ich weiß es noch gar nicht. Ich muss erstmal hochkicken. Wir haben ja nichts. Das Einzige, was wer was hat, ist der Lohnunternehmer an sich. Der hat ganz viele Fahrzeuge. Die habe ich jetzt auch nicht verkauft. Die ID1. Vielleicht kommt mal jemand zu Besuch oder so. Dann können wir den da mit vertrauen. Ansonsten werden wir aber uns alles jetzt selbst kaufen. So, ich bin der Erste. Ich schneide übrigens. Batzi ist schuld. Hat nicht aufgegessen. Aber es ist jetzt hell. Als Batzi hergelaufen ist, war es dunkel. Ach, ich hänge fest. Ah, schubst mal von hinten. Okay. Ja, so. Ich würde halt ein bisschen weniger essen, ne? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Besuchen. So, wir sind hier. Dann werden wir auch nicht mehr gestört. Es sind. Homeoffice. Ja, richtig. Homeoffice haben wir. Mhm. Wir überdachen die ganze Ding hier, dann ist es Homeoffice. Der ein Bauer macht eigentlich immer Homeoffice, ne? Wenn man so nimmt. Hier sind Kälber. Ja, wir haben Season Mod. Da ist das auch ein bisschen anders mit den Tieren. Die geben, glaube ich, nicht im ersten Jahr Milch und so weiter. Ja, ich bin gespannt. Also Mu machen sie schon mal hier. Optisch sind Kühe da. Ja. Stimmt, die waren ja irgendwie am Tag auf der Weide und nachts hier drin. Ja, wir haben 6 Tage den Season eingestellt. Das kann ich mal kurz zeigen. Alt, ne, S, ne, also. So genau, 6 Tage. Wir haben Season an. Feuchtigkeitsgehalt der Ernte habe ich ausgemacht. Das fand ich jetzt Blödsinn. Schneemodus haben wir an. Sonst brauchen wir keinen Season-Mod. Schneespuren auch. Also wirklich habe ich nur hier ausgemacht. Was wir sonst gerne ausmachen, können wir hier nicht ausmachen mit, wie heißt es? Dass die Fruchtzerstörung aus ist. Das ist ja hier letztendlich komplett integriert, ne? Das heißt, wir müssen wirklich schauen. Wir werden auch den Server ausmachen, beziehungsweise der geht aus, wenn wir nicht drauf sind. Und was ich mir gerade überlegt habe, das hat Batzi noch gar nicht besprochen, aber da kann er jetzt sein Veto einlegen, dass wir, wenn wir aufnehmen, auf der Stufe 5 aufnehmen. Also mit Geschwindigkeit 5. Ja, passt. Ne, weil damit ein bisschen was passiert. Ja, 9 ist die Karte. Ja, jetzt stehe ich hier eigentlich wie Otto am Berg, als hätte ich noch nie LS gespielt. So, wie viele Tage Season haben wir jetzt? 6. Müsste da erstmal genug sein, ne? Also weniger wollte ich auf gar keinen Fall. Für die Vorbereitung, wenn wir so 2, 3 große Felder haben und so, das ist dann auch blöd. Ich glaube nicht, dass wir zwischendurch wechseln können, deswegen, oder? Es schneit auf jeden Fall. Ja, es fängt schon mit der Frage an, holen wir uns Fahrzeuge oder fangen wir erstmal mit Missionen an? Wir hätten 1,5 ja. Millionen. Das ist die Frage, ist jetzt richtig? Hm. Was willst du jetzt in Mission machen? Grubern? Ja, mehr gehe ich jetzt nicht im Frühjahr. Ja, aber irgendwas musst du ja anfangen hier, das nützt ja nichts.
Gibt dafür natürlich auch gut Geld hier, ne? Jetzt die andere Frage. Kann man. Wenn du jetzt eine Mission startest, kann ich dann auch eine Mission machen? Ja klar, wir haben ja unterschiedliche Höfe. Weil sonst bräuchte man diesen mehr Missionen-Modus. Nee, du hast ja, also finde ich Blödsinn, dass man jetzt 10 Stück annimmt und für die anderen wegnimmt. Also jedem Hof kann eine Mission machen. Ja, wenn das geht, dann ist okay. Ja, das geht. Du musst dir nur noch, hast du schon Farmmanager, gut. Das ist richtig. So. Gucken wir mal schnell. 32. Aber 32 soll schon angesehen werden. 32. Ich sehe keine Zahl. Da 32. Ach, ganz unten, da fahre ich nicht hin. Watzi, die 32 ist richtig gut. Die mache ich jetzt. Nimm ganz schnell an. Sehen tue ich nicht. Da brauche ich ja noch Saatgut. Verdienst ja nichts. Ach, apropos Saatgut. Hast du... Habe ich was? Hast du... Global Dingsbums Ada drin. Was habe ich, Ada? Diese... Den Markt? Oder ist nee. Ja, wie heißt der? Und du meinst der Saatgutherstellung? Nee. I don't know. Global Company, oder? Global Company. Oder ja, der muss ja dabei... Ja, 1.5 muss drin sein, ja. Hast du das Mod drin, wo man sehen kann... Wie viel Saatgut du brauchst, wie viel oder. Musst du mal reinkommen in die Global Company. Ich habe alles, was die empfohlen haben und was die gesagt haben, was muss. Das habe ich eigentlich drin. Gibt einen Mod, der tut dir ausrechnen die Fläche vom Feld und dann rechnet er dir aus, wie viel Saatgut du brauchst, wie viel Dünger du brauchst. Ja, die Frage ist, für was brauchst du es? Wenn das Ding leer ist, musst du auffüllen. Dann nützt ja nichts, dass er ja, vorher was anderes will. Ja, wie teuer aber dann wird, weißt du ja, wie viel du brauchst, kannst ja in Hänger rauffüllen und dann brauchst du nicht jedes Mal rüberfahren, weißt du? Ne, guck mal, also wie gesagt, alles, was wir empfohlen haben, ist drin. Wenn es ein Zusatz hier ist, müssen wir dann halt drauf machen. Ja, muss mal gucken. Achso, ich bin auf der Suche. Wir haben jetzt wahrscheinlich die erste Folge damit, dass wir uns orientieren. Da müsst ihr uns verzeihen, aber wir müssen halt, wir können jetzt nicht starten wie beim letzten Mal, da sind wir von einer anderen Karte gekommen, da hatten wir ein bisschen mehr Geld. Da konnte man sich 2 Felder holen und alles ausstatten. Das geht jetzt nicht. So fällt. Naja. Ah, ist hier oben. Drecker gefällt mir nicht. Ist auch nichts, aber Feld 10, das will ich euch nicht antun. Da sind wir wahrscheinlich die ersten 15 Folgen beschäftigt. Geht, weil ich glaube, dass der Händler war da, glaube ich, in der Nähe. Ne, da, wo ist das? Da vorne ist der Händler. Ne. Wir nehmen jetzt irgendwas anderes. Irgendwann müssen wir mal anfangen. Und es ist ein Fendt. Vertrag akzeptieren, Geräte leihen. Ja, sonst wäre es blöd. Ohne Geräte wäre es blöd. So. Da haben wir ihn. Wir fangen mal an. Wir spielen auch Platinum Edition, das heißt, wir haben Deutz drin. Deutz, Glas. Glas. Warte mal, wie war das nochmal mit dem Ausstellen von, dass der wieder zurücklenkt? Das adaptive Lenken, glaube ich, war das. Ich weiß nicht, wie das angeht. Auf 1. Vielleicht lassen wir uns erstmal drin und rückwärts fahren. Das Tor ist zu, das ist blöd. Dann macht die erst um 8 auf, ne? Helfer einstellen, der ist ja blöd jetzt schon. Versenken, VC einstellen, Steuerung C war das, glaube ich, Steuerung C. Ja, da ist es. Adaptive Lenk machen wir mal aus, das ist komisch. Im Rückwärtsfahren, Leertaste finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das habe ich im Lumberjacks Dynasty. Da wär, hätte ich es gerne, dass ich selber entscheide, welche richtig gerade fahre. Sieht aber komisch aus da draußen. Haben wir echt so eine Raupe hingestellt. Ach, ich kann das Tor ja aufmachen, cool.
Hätte ich wahrscheinlich jetzt 2 Stunden davor gestanden und gewartet. LKWs fahren hier auch rum jetzt, okay. War das schon immer. Wo muss ich denn jetzt hin, habe ich gesagt. Feld 12, ne? Und da raus. Feld 12 ist... Feld 16. Betonautos, wie habe ich die vermisst? So, wir fahren. Kleinen können wir sie anlassen. Oh, der Batz ist auch schon beim Händler. Aber hier ist schon irgendwas auf dem Feld. Ach ja, so schön. Schön mal die Zeit. Fahren wir hier rein? Kommen wir hier rein. Von diesem Weg haben sie eh gesprochen bei der Vorstellung, dass die neu ist, der Plattenweg hier. Okay, so viel Abkürzung ist das da nicht wirklich, ne? Wir müssen ja noch da ganz unten. Ja. Ja, wenn ihr LS19 auf den Kanal vermisst habt, dann lasst doch ruhig mal einen Daumen da. Dann weiß man so. Und ihr müsst euch ganz schön reinhauen. Lumberjacks kommt richtig gut an auf dem Kanal. Klar, es macht kaum einer, aber zeigt mal, ob ihr auch so viel Daumen da lassen könnt. Hast du auch schon Lumberjack Dynasty geschaut oder gespielt? Geschaut habe ich es, gespielt habe ich es nicht. Ja. Ja, das sind Skillpunkte, Jungs und Mädels da draußen. So kann ich jeder Slalom fahren. Oh Gott, das ist ja echt so schwer hier. Das ist ein langes Ding. Ah, ist klar. Ach, das Autotrap, stimmt. Ist ein Autotrap eigentlich was drin? Können wir den Autotrap anschalten? Ach nee, warum funktioniert das jetzt schon wieder nicht? Autotrap ist ja leer. Habe ich die Strecke falsch eingeguckt? Ja, mal gucken. GPS muss ich auch gleich noch mal gucken, wie das noch mal ging. Wie die ersten Menschen fahren weniger als ich. Tempomat gab es auch, ne? Ne, Text nicht. Nee. Was war das denn noch? Ich glaube 4, ne? Tempomat. Ne, 3. Hoffentlich gefriert der Boden nicht. Das ist eigentlich 0 Grad. Boden scheint 7 Grad zu sein, warum auch immer. Gut, Umlicht ist auf jeden Fall hier schöner. Das muss man schon mal sagen. Ja. Und ich finde, die Trecker sind da schöner. Ja, das definitiv. Aber das Forsten ist da schöner gemacht. Aber wir spielen sie auch in der Regel. Das jetzt nicht, damit wir hier forsten können. Meistens mache ich es dann nur, wenn wir Holz brauchen für bestimmte Sachen oder so. So, was haben wir denn hier? Eisdiele. Meyers Eisdiele. Sind alle in Italien jetzt. Es schneit ja.
Ach, und aufpassen, ne? Die blitzen. Nicht? Ja, und die stehen nicht immer auf der gleichen, auf dem gleichen Platz, an der gleichen Stelle. Ich sehe gerade Blitzer. Ich wurde mit 0 km/h und musste 6 Euro zahlen. 0 km/h zu schnell. Und die blitzen. Wahrscheinlich im Komma-Bereich, so im Ausland. Da fällt 16, wie weit sind wir denn noch weg? Na, jetzt kommt's gleich. Ach, ich muss das alles umstellen, das ist. Warum fährt der LKW außerhalb Orts langsamer als innerhalb Orts? Das müsste hier vorne jetzt das Feld sein. Das sieht aus, als wären Zwiebeln drauf. Und wie soll ich jetzt unterhubeln? Nee. Ja, Zwiebeln sind hier drauf. Da werden die ja sagen, ne? Och nee. So, mal gucken. Steuerung C. Hast du Konflikt? Warum? Weil bei mir da steht Konflikt, da muss ich irgendwas in XML umstellen. Ach das, nee, das habe ich nicht, das habe ich ja schon umgestellt. Ja, oder du kannst was anderes machen, du kannst halt beides machen. Du kannst ja hier die Lenkdings rausstellen, da geht es glaube ich um die Rückwärts- und Vorwärtsfahren. Ja, genau das, was mir, ja. Was ich brauche. Ja, aber du kannst es dann noch über die. Wir haben ja zwei verschiedene, glaube ich, drin. Ja. Steuerung C. Oder du musst das mal in der XML machen. Das ist nicht so schwer, aber jetzt für zwischendurch mal eben, ja. Du weißt, das muss man dann später, muss ich es machen. Sieht da eigentlich ganz gut beschrieben. Erst war ich auch überfordert, aber wenn man es genauso macht, dann geht das ganz gut. So, ganz gut beschrieben ist für mich auch immer noch zu schwer. Okay. Handgas, Linien, lineare Tonhöhe. Irgendwo war das doch hier mit dem Shuttle-Control, Übersetzung. Ach hier, Arbeitsbreite. Der hat doch mehr Arbeitsbreite. Was hat der denn für eine Arbeitsbreite vielleicht? Das irgendwie raus. Nee. Doch über P. Dann Garage. Gemieteter? Ne. Wird auch nicht als Gemieteter. Mal hier reingucken. Ein müsste ein eine Scheibenegge. Gelbe, nee. Ein Flug. Nee. Ober. Ja, da ist er. Hat der 18,2 Meter, okay. Ja, das war mal. Das war es nicht. Da. Ich habe jetzt gesagt 18,2. 18,2. Okay. Ja. Geht nur 18 vielleicht. Ja, 18 geht. Ah ja, zurückblinken aus, okay. Das ist gut, das machen wir an. Aber, Arbeitsbreite Zeit, always. Only. So. Das doch mal, boah. Wie der erste Mensch hier. Triebe. Ja,
Steuerung B, oder? Ah, mein Gott, bin ich gut. Hm. Ist gut? In was? Allem. Naja. I'm the King. So. Oh, jetzt muss ich mich sehen. Ah, jetzt war das Mikrofon noch an, aber die Facecam aus. Ach, das geht einfach so schnell nicht. Es tut mir so leid, Corona lässt grüßen. So. Werde ich morgen abgeholt. So, wir fahren. Die ersten Kilometer. Oder Meter erstmal. Bei Schnee. Steuerung W, sehr schön. Das funktioniert. Wir probieren. Guck mal, der probiert hier vorne schon ein bisschen. Achso, da wo die Räder sind, okay. Ist ja gar nicht so dumm. Hm. Welches Feld machst du, na du? 16. Ist jetzt was nicht kriegst gleich, du dafür? Ich glaube 16.000 oder 15.000. Minus die Geräte. Müsste ja hier stehen, oder? Nee. Ja, genau, 15.700. 2% habe ich schon. Ja, 2%. Und das war auch schon wieder die erste Folge. Geht schnell, aber jetzt mal arbeiten. Freut euch auf die nächste Folge. Wir haben uns erstmal entschieden, dass wir alle 2 Tage bringen, einfach um in den Rhythmus zu kommen. Wir müssen ja auch finden, dass wir regelmäßig aufnehmen können. Von daher, alle 2 Tage ist doch schon mal ein ganz guter Anfang, um wieder reinzukommen im LS. Von daher wünsche euch einen schönen Abend. Lasst die Daumen da und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.